Ich weiß nicht, wie die in anderen aussehen, aber ich habe hier übrigens meine Küche so halbwegs vollendet. Heyo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Paradise. Wie ihr seht, bin ich immer noch allein. Das liegt aber einfach daran, dass momentan wirklich, wie ich auch glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, überhaupt nichts auf dem Server los ist. Und ich demnach irgendwie, um euch überhaupt noch irgendwas zu zeigen, halt immer alleine aufnehmen muss. Es ist zwar wirklich schade, aber ja, ich kann es ja halt nicht ändern. Ich könnte natürlich auch warten, bis wieder mal jemand auf dem Server ist, aber da sich jetzt seit 3 Tagen irgendwie so gar nichts getan hat, ja, muss ich halt einfach alleine aufnehmen. Ich bin immer noch aktiv. Na, pfui. Pfui, Creep, pfui, pfui. Au. Tot. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, wie viele Level ich hatte, aber jetzt habe ich keine mehr. Wundervoll. Das war nicht so schlau. Ich habe halt im Moment leider keine Waffe. Sollte ich mir vielleicht mal machen, ist jetzt egal. Ja, wie gesagt, es ist seit 3 Tagen einfach absolut nichts los auf dem Server und da ich jetzt nicht die ganze Zeit unproduktiv sein möchte, bin ich halt hier die ganze Zeit am Farmen und Bauen und bla. Und hier, ich finde übrigens die Gemälde in diesem Texture Pack mega genial. Ich weiß nicht, wie die in anderen aussehen, aber ich habe hier übrigens meine Küche so halbwegs vollendet. Das hier ist eigentlich mehr so eine Art Sitz. Arbeitsecke, wie auch immer. Ich würde gerne braune Wolle finden. Das wäre richtig, richtig super. Das ist übrigens auch ein Gemälde. Genauso wie das da und das da. Das sind halt alles Gemälde. Aber in dem Texture Pack ist das halt alles so ausgelegt, dass es richtig, richtig gut nach Mittelalter aussieht. Finde ich total klasse. Und richtig, ich wollte mich eigentlich auf die Suche nach Schuhe habe ich auch noch, cool. nach brauner Wolle machen. Weil, oder überhaupt nach braunen Schafen. Vielleicht finde ich auch Kakaobohnen irgendwo in der Farmwelt. Dann kann ich auch mir quasi die braune Wolle selber machen. Jetzt müsste ich nur mal ganz kurz schauen, dass ich... 4 Sticks habe ich noch. Ich würde gerne ein bisschen Holz mitnehmen. Und habe ich noch eine Werkbank irgendwo? Ja, hier habe ich noch eine, die nehme ich auch mit. Ja, dann ein bisschen Eisen, ich sag mal maximal 9. Ich mache mir hier aber im besten Fall schon eine Spitzhacke und ein Schwert. So, dann würde ich sagen, kann es gleich auch schon losgehen. Ups. Okay, mein Pflanzenzeugs. Gedöns lasse ich erstmal noch hier, das am besten Fall auch. Ich habe hier ja schon 6 Wolle. Ich könnte mir auch mit den Strings noch jede Menge Wolle machen. Allerdings, eine Spitzhacke hatte ich auch schon, fällt mir gerade auf, ist egal. Allerdings müsste ich dafür halt, wie schon erwähnt, Kakaobohnen finden. Und ich gucke jetzt einfach mal, ob ich die irgendwo in der Farmwelt finden kann. So ganz ohne Rüstung loszugehen, ist natürlich sehr wagemutig, aber... ich bin immer noch der Meinung, dass man momentan keine andere Wahl bleibt. Ich finde es auch ein bisschen, ich sag mal, ich finde es so teilweise verschwenderisch schon fast, wenn ich mir eine Eisenrüstung mache, weil die einfach unglaublich schnell auch kaputt geht, dadurch, dass die Monster hier alle auf hart gestellt sind. Jetzt habe ich natürlich kein Essen dabei, das ist sehr schlau. Ich gucke mal ganz kurz hier in die Kiste, ob man da eventuell, weil hier ist eine Kiste, die ist nicht gesichert. Da ist aber jetzt auch nichts zu essen drin. Okay. Ach so, für den Fall, Captain Lucky, dass du das hier siehst. Deine Kühe backen sich übrigens durch den Zaun durch aus deinem Gehege raus. Ich habe hier schon 5 oder 6 Kühe, die hier draußen rumliefen, getötet, weil, keine Ahnung. Die laufen halt einfach alle die ganze Zeit hier draußen rum. Ich glaube, 1 oder 2 habe ich auch zurückgeführt. Aber ich glaube, die backen sich einfach irgendwie durch den Zaun durch. Von daher ist halt irgendwie blöd. Ja, Essen bräuchte ich noch. Nehme ich mir mal ein paar Kartoffeln mit. So.
Ja, jetzt bin ich 2 Minuten wieder umsonst. Ich habe gemerkt, beziehungsweise ich habe mich mit Captain Lucky auch mal darüber unterhalten, was die Länge der Videos angeht. Und habe dann mehr oder weniger festgestellt, dass es ja eventuell auch in der Länge meiner Videos liegen kann, dass die in der Regel wenig Aufrufzahlen haben. Und ich, ups, ich habe halt keine Ahnung. Hallo, gibst du mir bitte meine Werkbank? Danke. Ich habe halt keine Ahnung, was für eine Länge meine Zuschauer immer bevorzugen an Videos. Ob denen jetzt 10 Minuten lieber ist als 20 Minuten oder ob denen noch längere Videos lieber wären, keine Ahnung. Ich habe mir in den Statistiken von YouTube kann man sich, glaube ich, anschauen, ab welcher, also wie lange die Videos immer angeschaut werden und ab wann dann quasi weggeschaltet wird sozusagen. Ich blicke da aber irgendwie nicht so wirklich durch. Ich habe dann halt einfach das Problem, dass ich überhaupt nicht checke, wann, also welche Länge von Videos meine Zuschauer denn dann jetzt bevorzugen würden. Ja, ein graues Schaf. Grau ist vielleicht auch nicht so das Schlechteste. Ist aber ein dunkelgraues, ne? Okay, ich muss aufpassen, dass ich hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. So ein bisschen Angst um mein leibliches Wohl hier. Ich hoffe, es wird nicht mehr so lange dunkel bleiben hier. Da unten sind Schafe. Spinne. Da ist ein Schaf. Hallo, Spinne. Ihr könntet mir ja, wenn ihr das hier seht und wenn ihr dazu eine Meinung habt, also zur Länge der Videos, dann könnt ihr mir das ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, weil, wie gesagt, ich habe wirklich absolut keine Ahnung, was für eine Videolänge ihr jetzt bevorzugt. Ich kann mir gut vorstellen, dass kürzere Videos eher angenehm sind als zu lange. Ich persönlich gehe aber halt immer, also ich gehe immer von meiner persönlichen Meinung aus. Und momentan ist meine persönliche Meinung halt, dass ich längere Videos halt eher bevorzuge, weil ich ja, wie ich auch in früheren Videos schon erwähnt habe, die YouTube-Videos als Ersatz fürs Fernsehen quasi benutze. Und der Fernseher halt kontinuierlich läuft. Und ich dann nicht extra irgendwie ein neues Video anklicken muss, um irgendwie dann weiterhin so ein was halt im Hintergrund laufen zu haben. Und deshalb bevorzuge ich halt eher lange Videos, weil man dann halt nicht alle 3 Minuten zum PC rennen muss, um das Video halt zu wechseln. Aber das ist ja auch bei jedem halt unterschiedlich. Oh, ja, mit Kartoffeln kann ich da nicht so viel erreichen. Autsch. Stirb. Und es ist ja auch nicht so, dass ich nur halt die Videos immer im Hintergrund laufen lasse. Ich will mir ja durchaus die Videos auch angucken. Und dann merke ich halt auch, dass es schwierig ist, sich Videos von knapp 30 Minuten anzuschauen. Also irgendwie ist da noch irgendwann die Ausdauer flöten. Ich kann mir gut vorstellen, dass 15 Minuten einfach angenehmer sind. Allerdings bin ich halt so jemand, der dann grundsätzlich auch total die Zeit vergisst, wenn er spielt. Und dadurch die Videos dann halt unheimlich lang werden. Ist halt leider irgendwie einfach so. Ich kann es auch echt schlecht ändern. Wenn ich mal so richtig im Flow bin, dann bin ich halt in meinem Flow und dann vergesse ich auch ganz gerne mal die Zeit. Das ist grundsätzlich so, wenn ich zocke. Und dementsprechend ist es halt auch so, wenn ich aufnehme. Es ist so, ja, es liegt mir halt so im Blut. Ich kann es nicht ändern. Ich kann jetzt aber gerne mal versuchen, für den Fall, dass euch das angenehmer ist, die Videos was kürzer zu halten. Das Problem ist einfach nur, dass ich das Gefühl habe, dass man innerhalb von, ich weiß nicht, 10 bis 15 Minuten nur so furchtbar wenig zeigen kann. Also ich meine, es passiert ja jetzt hier ohnehin nicht sehr viel. Das ist auch mit das Problem. Ich nehme hier im Prinzip einfach nur Videos auf, weil ich das Gefühl habe, dass ich gerade irgendwie mit dem Projekt nicht so ganz vorankomme. Aber ich muss auch zugeben, ich finde es ein bisschen unnötig, die ganze Zeit aufzunehmen, wenn eigentlich überhaupt nichts passiert. Und das war jetzt aber mal ein Thema, was ich eigentlich ganz gerne ansprechen wollte und was ich aber jetzt nicht in einem Game ansprechen wollte, was jetzt so wirklich actionlastig ist, wie jetzt zum Beispiel Thief oder so. Da war es mir lieber, wenn ich jetzt so ein Spiel gewählt habe wie Minecraft hier, wo ich halt einfach durch die Gegend rennen und farmen kann und währenddessen halt quatschen. Das ist halt einfacher für mich.
Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt auch überhaupt nicht wieder, mal wieder nicht wirklich auf die Zeit geachtet. Ich habe halt auch leider kein Aufnahmeprogramm. Also ich nehme halt mit Fraps auf. Und das Programm zeigt mir halt nicht, wie lange ich schon aufnehme. Oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, zeigt mir das das so da? Nee. Also das Programm zeigt mir leider nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Und dementsprechend, ja, weiß ich halt auch nicht. Muss ich halt immer so ein bisschen auf die Zeit achten. Jetzt bin ich bei 10 Minuten, soweit ich weiß, ungefähr. Jetzt habe ich aber immer noch keine Schafe. Also ich habe jede Menge Schafe gefunden, wenn ich das mal so sehe. Aber ich habe halt keine braunen Schafe gefunden. Ich sage ja immer, graue Schafe wären auch noch okay. Also grau ist jetzt auch noch eine Farbe, die im Mittelalter eigentlich häufiger vorkam als weiß oder bunt. Ich finde das auch immer so interessant. Ich habe mir letztens einen Film angeschaut, beziehungsweise eine Filmreihe angefangen, Die Säulen der Erde. Das ist eine Verfilmung des Romans von Ken Follett. Ups. Ach, das war ein graues, ne? Ja, genau. Ich finde, das ist schon relativ authentisch gehalten. Ich habe halt jetzt nur die erste Folge von 8 gesehen. Wie gesagt, es sind halt so 8 ja, Folgen von einer knappen Stunde. Und ich finde es aber immer wieder lustig, dass die Leute, die da dargestellt werden, im Mittelalter schon blaue und rote und orangefarbene Klamotten anhatten. Obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass die mit Färben und gerade die ärmeren Leute mit Färbemittel und bunten Klamotten eigentlich überhaupt nichts anfangen konnten. Also sie haben wahrscheinlich eher so total einfarbige, schnöde, weiß-grau-braune Sachen getragen und nichts, was jetzt wirklich farbig heraussticht. Das finde ich so immer so mega unauthentisch einfach. Yeah, ich habe einen Helm. Oh, die Sonne geht auf, das ist schön. Hier sind zwar überall Bäume und deswegen bringt mir das wahrscheinlich trotzdem nicht viel, aber es ist schön. Ja, dementsprechend fände ich halt auch bei uns so bunte Wolle eher. So, ne? Ihr wisst bestimmt, was ich sagen will. Es ist irgendwie nicht so wirklich. Also, wenn wir schon sagen, wir wollen eine mittelalterliche Stadt bauen, dann will ich auch authentisch mittelalterlich bauen, bitte. Und möchte dann auch halt möglichst die Farben nicht zu bunt halten. Und ich weiß jetzt auch nicht, was Captain Lucky vorhatte bei dem Marktplatz, weil er wollte da ja so planen, so Stoffdächer über die Marktstände machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er da auch vorhatte, irgendwie so extrem bunte zu nehmen oder einfach weiße. Ich finde, alles, was über weiß, braun, beige hinausgeht, ist schon zu viel. Und beige ist ja nun mal eine Farbe, die man hier in Minecraft, glaube ich, auch gar nicht richtig hinbekommt. Dementsprechend, da ist noch ein Weiß. Ach, jetzt bin ich ja zurück, ne? Ja, jetzt bin ich aber im Kreis gerannt, auch nicht schlecht. Na gut. Nehme ich halt noch mehr weiße Wolle. Wir müssen nicht mal so ein Dschungel Camp, so ein Dschungelbiom finden. Wo dann eventuell halt auch Kakaobohnen sind, weil hier ist irgendwie gerade blöd. Ich finde hier halt nichts. Also, ich meine an braunen Schafen und so. Ich weiß gar nicht, ob wir hier ein Dschungelbiom überhaupt haben. Und müsste ich einfach mal sehr, sehr weit laufen. Also ich finde Braun schon richtig schön. Mit Weiß kann ich natürlich auch arbeiten, aber selbst Weiß ist, glaube ich, so ein bisschen grenzwertig, weil ich glaube eher so. Ich finde es auch immer ein bisschen fragwürdig, wie in unseren Filmen das Mittelalter so dargestellt wird. Weil es wird irgendwie immer so mega verschönigt. Wisst ihr, es ist so, das Mittelalter sticht eigentlich dadurch heraus, dass es total schrecklich war und total, ja, eine sehr, sehr finstere Zeit einfach war. Und dann sich die Filme anzugucken, die heute, natürlich ist das viel mit Krieg und Rittern und Mord und Totschlag und sowas, aber es ist irgendwie trotzdem so verschönigt. Es ist, ja, das Hollywood-Mittelalter, keine Ahnung. Ich finde auch einfach, die Frauen sind da grundsätzlich irgendwie geschminkt. Was ich total lustig finde, weil die Bauersfrauen haben mit Sicherheit keine Zeit darauf verwendet, sich groß zu schminken. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Die Haare sind meistens total perfekt gemacht.
Was gibt's noch? Ach ja, so klar, es wird dargestellt, dass es total harte Arbeit ist, aber trotzdem sitzen immer die Klamotten perfekt und ich will an dieses verdammte Schaf ran, wartet. Ich mache hier einfach so ein bisschen Erde weg. Dann gucke ich, ob ich mich zu dem Schaf darüber bauen kann, weil diese dunkle Wolle finde ich auch ganz cool. Also im Endeffekt wird halt alles einfach mega verschönert. Verschönigt. Keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. Das Mittelalter war halt keine Zeit, wo die Könige sich in ihren Festsälen irgendwie da einen tagtäglichen Schmaus gehalten haben. Und ich weiß gerade nicht, wie ich das. Oh. Nein! Oh shit. Das Elend des Mittelalters wird einfach überhaupt nicht dargestellt. Die ganze Sache mit, ich weiß gerade nicht, wie ich sagen soll. Also, puff. Liebe das. Ich gehe einfach mal kurz zurück in die andere Welt. Oh, jetzt ist hier gerade Nacht, ey. Ist ja super. Ich hau mich einfach kurz ins Bett, da passt das. Also ich glaube, ich blende hier jetzt einfach mal so im Nachhinein ein, was ich eigentlich sagen wollte. Weil mir fehlen gerade so ein bisschen die Wörter dafür. Kann nicht mehr rennen. Das Problem ist einfach, dass hier am Anfang gesagt wurde, sie wollen eine mittelalterliche Stadt darstellen. Und unter darstellen verstehe ich halt nicht nur mittelalterlich bauen, sondern am Ende dann auch. Ich hatte mich halt auf so ein paar Rollenspielelemente gefreut. Ja, das Problem ist, dass jetzt hier irgendwie keiner Rollenspielelemente mit einbringen will. Kannst du bitte sterben? Danke. Haltbarkeit. Super. Hat doch was. Das finde ich jetzt halt so ein bisschen schade, weil klar, es ist halt schwierig, solche Sachen in Minecraft umzusetzen. Aber wenn alle irgendwie mit an einem Strang ziehen würden und das alle mitmachen würden, dann wird das doch mit Sicherheit hinhauen. Aber ist jetzt egal, ich würde hier jetzt auch irgendwie nicht Miesepeter spielen. Ist ja Wurst. So, jetzt habe ich hier die ganze Zeit über einfach damit verbracht, über ein Thema zu quatschen und habe nichts Sinnvolles vollbracht. Aber das ist ja eigentlich wie immer so. Ich versuche jetzt mal so graue oder braune Schafe zu finden. Ich versuche auch mal so ein Dschungelbiom zu finden, um mir vielleicht meine braune Wolle auch selber zu machen und zu färben. Und zumindest habe ich ein bisschen Rüstung farben können. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Zuhören vor allem. Wie gesagt, lasst mir eure Meinung mal unten in den Kommentaren dazu. Was weiß ich jetzt ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Aber passt schon. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe ja vorher drüber geredet. Ich bin total verplant heute irgendwie. Das ist total schrecklich. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine Bewertung da. Das wäre super, super lieb von euch. Und schaut auf jeden Fall auch unten in die Videobeschreibung, denn da sind wichtige Links drin. Unter anderem natürlich die Links zu den anderen Mitspielern, die zwar nie auf dem Server sind, aber theoretisch sind sie halt auch dabei. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.